Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick. Wie immer mit Mario Lüdemann. Ich freue mich sehr, dass wir zwei wieder zusammen mal ein Webinar haben. Mario, lange ist das her. Lang ist es her, genau. und ich freue mich aber natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Und ja, wir haben schon genug Zeit verloren vorhin. Gott sei Dank hat jetzt alles funktioniert. Deswegen machen wir jetzt noch schnell den Risikohinweis, der sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie sehr gerne an dieser Stelle auch pausieren. Okay, dann, Mario, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß und bin sehr gespannt. Ja, danke Nelson und danke natürlich auch an alle in die Runde. Sorry nochmal, dass es ja, mit 15 Minuten Verspätung heute dann losgeht. Wir hatten ein technisches Problem, aber wir legen jetzt einfach los. Ja, es hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten 2, 3 Tagen im Markt. Und wenn wir auf den Dow Jones Index schauen, auf den wir ja normalerweise kaum sehen, weil hier sind ja die 30 größten Titel drin im Index und meistens für die Analyse besser, den S&P 500 zu nehmen, weil man einfach einen breiteren Marktblick bekommt. Und hier sieht man eigentlich gar nicht, was hier vor 2 Tagen wirklich groß passiert ist. Es sei denn, man schaut sich das wirklich genauer an, dass hier wirklich eine Umkehrkerze entstanden ist. An dem Tag ging es also wirklich relativ schnell bergab. Und wenn wir uns das Ganze gleich im S&P anschauen, dann werden wir sehen, dass man das dort viel besser sieht. Wir haben heute wieder neue Hochs markiert. Das ist natürlich erstmal das Positive an der Sache, aber wenn wir zum Beispiel hier auf den S&P 500 schauen, da sehen wir dann doch hier diesen starken Rückgang, den wir hatten, und das hat eben im breiten Markt auch noch nicht wieder der Markt wieder aufgeholt. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich mal die verschiedenen Märkte nochmal in Ruhe anschauen und dann natürlich auf eure Fragen eingehen, auch zu einzelnen Aktien. Wir haben ein bisschen durchwachsenes Bild und das bleibt auch grundsätzlich erstmal nicht aus, weil wie gesagt, wir haben im S&P 500 hier diesen relativ starken Abverkauf gesehen. Der Markt hat sich dann im Laufe des Handels zwar wieder erholt, aber eigentlich in den letzten 2 Tagen eher seitwärts getreten. Dow Jones Index, wo die großen 30 Titel drin sind, sehen wir allerdings schon neue Hochs. Viel besser wird das Bild noch, wenn wir auf den Nasdaq schauen. Ich nehme mal kurz mal hier den Blick, da sieht man diesen starken Abverkauf dann nochmal viel besser, der im Laufe der Woche eben war. Wenn wir uns das anschauen vom Schlusskurs hier runter, ging es dann wirklich 2,5% innerhalb eines Tages, was noch für viele sehr überraschend kam, dieser starke Abverkauf. Aber am Ende ist es eigentlich gar nicht so spektakulär gewesen und vor allen Dingen nicht so aus dem Nichts heraus. Ich habe am Montag ja schon im Wochenausblick darüber gesprochen, dass es hier oben zu einem Doppelhoch gekommen ist. Das heißt, wir haben zwar in der letzten Woche ein neues Hoch markieren können, ein neues Allzeithoch, allerdings nur ganz knapp über dem Hoch vor 10 Tagen davor. Und es hat keinen Schlusskurs über diesem neuen Hoch gegeben. Markttechnisch gesehen ist das auch kein Problem. Wir konnten den Stopp von hier unten von 12.500 hier locker nach oben ziehen bei 13.700. Aber jetzt sind eben 2 Dinge zusammengekommen und darauf bin ich am Montag hier auch schon eingegangen. Der markttechnische Trend war in Gefahr, weil wir eben dieses Doppelhoch bekommen haben. Und das ist häufig der spannende Punkt, weil ich werde immer wieder gefragt, ja, woran liegt denn das oder wie kann man das denn so genau erkennen? Also es ist im Prinzip nicht so, dass man sagen kann, wie der Mathematik, 1 und 1 ist 2 oder 2 und 2 ist halt 4. Es gibt also nicht so ganz klare Regeln, dass man sagen kann, wenn das kommt, wird das passieren. Was an der Börse sehr häufig passiert, ist eben, dass man mehrere Punkte hat, die zusammenkommen. Das versuche ich dann auch immer im Wochenausblick dann entsprechend zusammenzufügen. Und das war hier eben genau die Argumentationskette. Wir haben hier so dieses Doppelhoch gesehen. Wir haben keinen Schlusskurs gesehen, der über das Hoch hinweggegangen ist. Und dann kam im Prinzip sehr erwartet dann hier auch am Dienstag dieser Abverkauf, wo es dann relativ schnell nach unten ging. Und heute sind wir im Prinzip auf dem gleichen Niveau, wo wir am Dienstag geschlossen haben. Wichtig ist eigentlich jetzt hier erstmal zu sagen, es macht einfach erstmal aus meiner Sicht wenig Sinn, jetzt verstärkt auf Technologietitel zu setzen, nur weil der Markt hier deutlich günstiger geworden ist, weil man kann überhaupt nicht absehen hier an dieser Stelle,
ob diese 2 Tage nur eine kleine Zwischenerholung waren oder ob es tatsächlich von hier aus dann entweder nach oben oder nach unten geht. Also die Gefahr besteht einfach, dass der Markt von hier aus dann doch noch weiter deutlich nach unten wegziehen kann. Wir haben auch gesehen, dass die Volatilität sehr stark angestiegen ist in den letzten Tagen. Und das können wir uns hier auch sehr gut anschauen, weil das sind einfach Bilder, die einfach zusammengehören. Und darauf solltet ihr natürlich auch im Trading am Ende des Tages natürlich immer achten. Eine ganz gute Seite ist dafür VIX Central. Das sind so Dinge, die wir bei uns halt auch uns immer sehr genau anschauen. So ein paar Dinge, die wir so auch in der Trader-Ausbildung machen, die will ich mal hier ruhig mit reinbringen, damit ihr auch mal selber so auf dieses Bild kommt. Wir haben hier unten diese Linie in grün. Die steht jetzt bei knapp 19, also 18,95. Die zeigt an, wie hoch die Volatilität gerade im Volatilitätsindex ist. So. Und so eine ganz grobe Faustformel ist, solange diese Volatilität sich unter 20 befindet, sind wir eigentlich in einem guten Marktumfeld. So, was ihr hier oben drüber seht, sind die sogenannten Volatilitätsfuture. Ich will da auch gar nicht in die Tiefe gehen. Aber da sehen wir, der nächste, der jetzt fällig wird, in 12 Tagen ist bei 20,2. So, und wenn wir uns anschauen, was vor 2 Tagen passiert ist, und das kann man, das könnt ihr auch hier sehr gut euch dann entsprechend anschauen. Daran sieht man nämlich, wie die Volatilität sich in den letzten Tagen bewegt hat. Und das ist eben das Spannende. Da waren wir am 3. Mai noch bei 19,73. So, und dann ist es sofort hochgesprungen am 4. auf 20,5. Also die Vola ist da sehr schön nach oben gegangen und jetzt ist es wieder dann ein bisschen zurückgekommen. Aber wir haben da diesen Ansprung gesehen. Das sieht halt prozentual nicht viel aus, dieser Sprung von 19 auf von 19,7 auf 20. Aber wenn ihr euch das prozentual anschaut, dann heißt es halt, die Volatilität ist um 5% angesprungen hier in diesem Bereich. Und das hat sich eben sehr stark gezeigt hier an diesem Tag. Und wir haben uns sehr schnell eben der 20 angenähert. Und das ist eben immer so ein Punkt, wenn die Vola über 20 geht, dann heißt es eben Vorsicht. Wie gesagt, der Trend ist hier gebrochen worden, übrigens auch bei vielen Aktien. Das werden wir gleich auch sehen. Und das heißt also, S&P 500 okay, sieht noch okay aus. Am besten tatsächlich der Dow Jones. Also wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, will ich Technologietitel in mein Depot nehmen oder möchte ich lieber die alteingesessenen Top 30 Titel der USA aufnehmen, dann ganz klar möchte ich lieber diese Titel nehmen. Wenn wir den Blick auf Deutschland werfen, dann sieht das Bild nämlich noch anders aus. Da sehen wir nämlich schon, dass der Trendbruch schon viel früher entstanden ist hier, nämlich schon am 21. Mai. Also das heißt, wir hatten hier einen aufwärtsgerichteten Markt. Der Trend ist gebrochen worden. Und was hier jetzt zwischenzeitlich passiert ist, ist sogar, dass es hier einen Korrekturtrend zwischenzeitlich gibt. Das hatten wir in dem amerikanischen Markt so bis jetzt noch nicht. Da sind wir im deutschen Markt schon mal wieder, wie üblich, häufig, wenn es bergab geht, einen Schritt weiter gewesen. Das heißt also, hier hat sich wirklich dann diese Bewegung nach unten gezeigt. Und das war eben gerade am Dienstag doch eine relativ starke Bewegung, wenn man sich das anschaut. 2,8% ist hier nach unten gegangen, von fast 15.300 Richtung 14.800. Das war schon eine ganz schöne Bewegung nach unten. Das haben wir allerdings, und das hat auch mich erstmal überrascht gehabt, dann am Mittwoch relativ schnell wieder nach oben gelaufen. Aber solange wir hier diesen kurzen Abwärtstrend nicht brechen, diesen Korrekturtrend, würde ich auch in Deutschland erstmal keine neuen Engagements eingehen. Also das ist erstmal so die wichtigsten Dinge. Also im Nasdaq haben wir den Bruch des Trends. In Deutschland hat sich sogar ein Korrekturtrend etabliert. Von daher auch da vorsichtig. Das heißt also, wir werden unseren Hauptaugenmerk tatsächlich auf die großen Titel legen. Das haben wir auch im Screening-Dienst bei uns am Montag schon gemacht. Wir haben auch bei kleinen Konten eher Titel aufgenommen, jetzt gestern und vorgestern, die eben aus dem breiten Marktsegment kommt, also nicht mehr aus dem reinen Technologiebereich, weil hier auch in Deutschland, wie gesagt, das Bild einfach nicht besonders gut aussieht. Vielleicht zum Schluss nochmal, bevor wir gleich auf eure Fragen auch kommen, nochmal einen Blick auf den breiter gefassten Index. Dafür nehme ich mal gerade hier raus, und zwar aus dem Nebenwertebereich den MDAX. Und da kann man eigentlich auch ganz gut sehen. Wir hatten hier wirklich einen schönen Trend, der hier nach oben gelaufen ist, wenn man sich das anschaut, also den großen Trend. Und dieser Trend ist auch noch in Ordnung. Das heißt also, dadurch, dass hier bis zur Korrektur oder bis zu dem Tief, dieser sogenannte Punkt 3, ist halt wirklich viel Luft, ne? Da ist die Gefahr eigentlich nicht da. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass es hier zwischenzeitlich auch einen Korrektur
Trend gibt. Das heißt also auch hier ist sehr schön zu sehen, dass der Markt hier erstmal es aufgegeben hat. Wir sehen auch hier ein ähnliches Bild wie an der Nasdaq. Wir haben hier nämlich so ein sogenanntes Doppelhoch. Wir haben hier zwar einen Schlusskurs höher gehabt als hier, aber das ist sofort vom Markt abverkauft worden. Der Markt hat es dann hier nochmal versucht, das dreifach hoch. Und als das nicht geklappt hat, ist der Markt halt weggerutscht. Kurz zusammengefasst, wenn ihr selber Analysen macht für den Markt, kann ich euch gerne mitgeben oder möchte ich euch gerne mitgeben, schaut wirklich sehr genau hin, was die Märkte machen und bleibt nicht in diesem Hoffnungsmodus, nur weil die Märkte jetzt seit Anfang November nur eine Richtung nach oben kannten, muss das jetzt so bleiben. Diese typischen Börsenweisheiten, die ihr natürlich auch kennt, sell in May and go away, ja, das ist alles ganz nett und es ist auch viel dran. Also gerade wenn man sich die Statistik anschaut, ist es tatsächlich so, dass ja die Sommermonate bei weitem nicht so stark sind wie die Wintermonate. Das ist doch vollkommen normal. Das heißt aber nicht, dass jetzt im Mai alle Aktienmärkte gleichzeitig dann mit diesem Spruch fallen müssen. Aber es ist halt auch ein Bauteil und wenn man sich das halt anschaut, dass es hier auch so ein Dreifachhoch gibt, darf es einen einfach nicht verwundern. Und wir selber haben auch schon seit ja mindestens 2, 3 Wochen keine Titel mehr dann aus dem Nebenwertesegment bei uns aufgenommen. Das heißt also, da achten wir halt am Ende des Tages auch immer drauf. Also die größte Wahrscheinlichkeit auf steigende Kurse, dort gutes Geld zu verdienen, ist momentan tatsächlich bei den größeren Titeln aus dem Dow Jones Index und auch im marktbreiten Index im S&P 500. Da würde ich auch im Screening-Prozess immer wieder drauf schauen, was da ist und schaut vor allen Dingen auch auf die Volatilität, denn die kann ganz, ganz schnell anspringen und daran kann man das wirklich sehr gut erkennen, wenn der Markt, dass der Markt kurzfristig in die Knie gehen könnte, denn hier decken sich vor allen Dingen über die Future-Märkte vor allen Dingen eher institutionelle Anleger ein, um sich entsprechend abzusichern. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit der Fragerunde 18:30. Das passt eigentlich ziemlich gut. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach in den Chat schreiben. Ich schaue mal drauf. Dann werde ich versuchen, eure Fragen alle zu beantworten. Ja, Günther fragt, SAP halten oder verkaufen? Also grundsätzlich ist natürlich immer so, nur weil der deutsche Markt jetzt nicht gut aussieht, muss das nicht heißen, dass natürlich die einzelnen Aktien unter die Räder geraten. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn der Gesamtmarkt nicht gut aussieht, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich groß ist, dass auch natürlich die Aktie, die man hat, natürlich auch nicht unbedingt gut aussieht. Logischerweise, wenn ein Index, so wie der DAX 400 Punkte an einem Tag fällt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass 80% der Aktien mitfallen. Und das sieht man ja hier auch ganz gut, wenn ihr euch anschaut hier mit der Aktie, die Günther gerade angesprochen hat. Der Abverkauf war auch hier relativ stark gewesen, wenn man sich das anschaut hier an dem Tag sogar deutlich mehr als das im DAX. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass es ein Technologietitel ist, dass der ein bisschen stärker davon betroffen ist. Was hier aber ja wichtig ist, und das ist ja die Frage, ob ich die Aktie eher kaufen, verkaufen oder halten würde. Anlageempfehlung wisst ihr, dürfen wir auch gar nicht machen. Aber was man hier eben sieht, ist ziemlich klar, dass der Markt hier, nachdem die Hochs entstanden sind, je nachdem, wo ihr jetzt das Tief ziehen wollt, ob jetzt hier oder auch unter diesem Tief hier, so. Also da sind wir halt durchgerutscht. Der Markt hat es dann allerdings geschafft, sich jetzt relativ schnell wieder zu erholen. Das kann also heißen, dass die Aktie es hier tatsächlich nochmal schafft, nach oben den Sprung zu machen. Gefahr besteht aber tatsächlich, wenn die Aktie unter die Tiefs fällt. Also wenn sie die 112 angreift, spätestens dann würde ich mich tatsächlich von der Aktie verabschieden. Was mir grundsätzlich an SAP, das war auch jetzt eine persönliche Geschichte, im Moment nicht so wirklich gut gefällt, ist halt tatsächlich, dass sie eben jetzt im deutschen Markt ist, das allgemeine Bild gerade nicht besonders gut ist. Aber wie gesagt, wenn man in der Aktie selber drinne ist, wäre das eigentlich so für mich der Punkt, wenn ich sage, okay, wenn wir hier unter die Tiefs fallen, dann würde ich mich hier auch aus der Aktie verabschieden. Christi fragt, wie sehe ich es mit Gold? Ja, Gold ist natürlich auch immer super, super spannend. Da muss man natürlich auch immer aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln draufschauen, nämlich immer aus der Perspektive auch,
Bin ich Investor oder bin ich Trader? Das macht nämlich einen Riesenunterschied. Und natürlich, handelt ihr die Gold im US-Dollar oder jetzt eben Xetra-Gold, weil die Charts natürlich unterschiedlich aussehen können, weil wir ja bei dem Goldchart hier in den USA natürlich auf Dollarbasis haben wir den reinen Chart, wenn wir den deutschen Xetra-DAX uns, Xetra-Gold uns anschauen, da haben wir ja auch noch die Währung, die noch mitspielt. So. Also von daher, okay, du schreibst auch schon US-Dollar, perfekt. Also grundsätzlich sehen wir erstmal, dass hier ein Doppelboden entstanden ist. Das, was wir vorhin gesehen haben, dieses Doppelhoch, das ist hier dieses Doppeltief, was hier entstanden ist, was erstmal grundsätzlich ein positives Zeichen ist. Der Markt ist seitdem hier auch nach oben gelaufen, macht hier auch einen Trend, was auch sehr schön ist, hat hier dann auch nochmal in der letzten Woche eine Umkehrkerze ausgebildet, auch jetzt wieder neue Hochs. Das ähnliches Bild sehen wir auch bei Silber. Silber zieht auch gerade richtig durch. Das heißt also, finde ich gut, die Aktie hat halt einen Aufwärtstrend und wenn man den Trend handeln möchte, macht das Sinn. Deswegen frage ich immer, ist man eben daran interessiert, das Geld physisch zu kaufen oder eben zum Handel? Also als Trading macht das auf jeden Fall Sinn. Ich habe in die Abwärtsbewegung hinein Goldpositionen aufgebaut. Als Investor haben wir auch schon viel drüber gesprochen, sowohl bei Rendite Unlimited, bei uns beim Beginnerseminar, als eben auch in den anderen Webinaren. Ich werde immer Goldpositionen aufbauen, wenn der Markt fällt, grundsätzlich. Warum? Weil Gold langfristig natürlich steigt, wie Aktienmärkte auch. Das macht das also auf jeden Fall Sinn, dort einzusteigen und gar nicht mal nur markttechnisch, weil der Unterschied ist ganz klar. Wenn ihr physisches Gold handelt, dann könnt ihr nicht so schnell agieren, wie ihr das beispielsweise machen könnt, wenn ihr den Future handelt, wenn ihr ein Gold-ETF handelt, weil die Spannen zwischen An- und Verkauf sind so unterschiedlich in der Größe, dass man es kaum fassen kann. Also wenn man hier Gold jetzt kauft und dann hat man vielleicht zwischen Ankauf und Verkauf ja 0,1, 0,2%, vielleicht sogar noch niedriger, wenn man im Future-Bereich unterwegs ist, ist also wirklich perfekt. Wenn wir allerdings uns Gold physisch kaufen, dann haben wir halt Handelsspannen von 5% und mehr. So, und das heißt, da macht es einfach gar keinen Sinn, kurzfristig da drin zu agieren. Deswegen hier ganz klar, ihr müsst euch immer überlegen, was wollt ihr eigentlich machen mit dem, was ihr da gerade macht? Wollt ihr Gold kurzfristig haben oder eben langfristig? Und wenn wir jetzt, habe ich mal Xetra Gold aufgemacht, also für den deutschen Markt. Und da sieht man auch, dass hier diese Bewegung genauso auch nach oben geht. Das liegt daran, dass der Wechselkurs sich in den letzten Wochen nicht wirklich super stark bewegt hat. Martin fragt, was ich von Peloton halte. Also wenn ihr Aktien habt, am besten immer das Kürzel mit da reinschreiben, weil ich im Agena Trader immer irgendwie Probleme habe. PTON. Oh, du bist ja fix. Das ist ja nochmal super. Also ich nehme es mal gerade raus. Sagst du nochmal das Kürzel, bitte? Ja, PTON. PTON. Schauen wir doch Oder mal. PTON. da tue ich mich eigentlich nicht. Ne? Ja, also wenn es die Aktie ist, dann würde ich sagen, also alles, nur kein Long, ne? Weil selbst wenn es die Aktie nicht ist, ist es trotzdem ein gutes Beispiel dafür, wann es auch mal Sinn macht, eine Aktie auf der Short-Seite zu handeln, weil die Aktie nun wirklich alles zeigt, nur nicht gerade Stärke, ne? Also man sieht hier ganz klar diese fallenden Hochpunkte und die fallenden Tiefpunkte. Also da wäre ich eher vorsichtig auf der Long-Seite. Macht es in solch unsicherem Markt eher Sinn, noch Titel auf Stundenbasis zu suchen oder lieber auf Tagesbasis? Gute Frage von Andrea. Von Andreas ist tatsächlich so, ich handle seit einigen Wochen tatsächlich verstärkt Aktien im Tageschart. Wir haben jetzt auch gerade ja im Rahmen von kleine Konten Großtraden auch zwei Positionen aufgenommen, auch im Tageschart, weil wir seit einigen Wochen immer wieder feststellen, das merkt man ja, wenn ihr ein Handelsjournal führt, also wenn ihr die Trades beendet habt, wenn ihr die ganzen Trades dann auch dokumentiert, wo ich mal von ausgehe, dass ihr das alle macht. Ganz wichtig, dann werdet ihr feststellen, ob Trades, die ihr gemacht habt, vielleicht im Stundenchart und die im Minus laufen. Schaut euch dann mal an, wie wären die Aktien denn gelaufen, wenn ihr die im Tageschart gehandelt hättet. Ich weiß, warum man es im Stundenchart lieber macht, weil man dann an mehr Aktien handeln kann. Die Positionsgrößen sind größer, man kann mehr Geld verdienen. Ja,
Vollkommen richtig, nur es gibt halt Marktphasen, da macht es halt wenig Sinn. Und das erkennt man eben in dem Moment, wo man ein Handelsjournal führt und sich das dann im Nachgang genau anschaut, wie wäre es gelaufen, wenn ich denn eine Position im Tageschart gemacht habe. Und das sehen wir halt im Moment ganz viel bei Aktien, dass das häufig das bessere Bild ist. Heißt aber nicht, dass es nicht grundsätzlich im Stundenchart auch funktioniert. Andreas schreibt auch nochmal, okay, hat er auch festgestellt, dass der Tageschart deshalb auch gut läuft. UPS, okay, schauen wir uns auch an. Braucht man nicht viel zu sagen. Also, wer hier eingestiegen ist, hat alles richtig gemacht. Also super Aktie ist jetzt heute in Korrekturmodus gegangen. Würde ich jetzt persönlich zum Beispiel sofort auf meine Watchlist legen, würde ich nicht nur, tue ich sogar. Warum? Weil die Aktie einfach super stark ist, ne? Die hat das, was wir gesehen haben, vor 2 Tagen diese starke Abwärtsbewegung überhaupt nicht mitgemacht. Also genau das, was wir ja eigentlich sehen wollen, dass der Markt sehr dynamisch ist, die Aktie sich gegen den Markt sehr gut etabliert hat. Also wenn wir uns mal anschauen, was hier in den letzten Tagen passiert ist, also vom Korrekturtief bis zum jetzigen Kurs, hat die Aktie 21% gemacht in 8, 9 Handelstagen. Irre. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht, gegen den Markt, in dem die Aktie sich ja befindet. Und wenn wir uns da die letzten Tage anschauen, da haben wir einen Gewinn von, es sind sogar 15 Tage, aber ich wollte es gut meinen, das sind nur 1,7%. Also, ganz klares Ding. Ihr seht, der Screening-Prozess an sich ist eines der wichtigsten und entscheidendsten Faktoren, um im Trading erfolgreich zu sein. Denn wenn ihr in Aktien sitzt oder auch in einem Index sitzt, wie hier, und habt hier jetzt einen Swing Trade im S&P 500, da kommt man halt nicht wirklich vorwärts, ne? Das ist halt auch, selbst wenn man einen Minutenchart handelt und glaubt, naja, da finde ich schon irgendeine Bewegung, die sind halt dann auch nicht sauber. Und das ist eben der entscheidende Faktor. Und das übersehen halt wirklich viele. Natürlich sieht man hier diese starken Bewegungen, aber wenn man das mal alles schön zusammenzieht, über die letzten 5 Tage, da sieht man eben, dass hier eigentlich gar nichts wirklich richtig cool war, außer die starke Abwärtsbewegung und das schnelle nach oben. Also das heißt, es macht einfach viel mehr Sinn, wenn man sich das anschaut, nicht in einem Index aktiv zu sein, sondern aus meiner Sicht eben viel, viel besser zu sagen, ich nehme mir lieber die Aktie, weil mit der einzelnen Aktie kann ich einfach am Ende des Tages einen viel, viel höheren Gewinn machen. Und wenn du so eine Aktie hast, wenn du da drinne bist gerade, hast du im Prinzip alles richtig gemacht mit UPS. Wenn du noch nicht, wenn man nicht drinne ist in UPS, dann auf jeden Fall eher jetzt die Korrektur abwarten und dann versuchen, im Rücklauf hinein Positionen aufzubauen. So, PINS, PINS. Ja, auch hier haben wir ein Bild, was euch sicherlich bekannt vorkommt. Und das ist eben das Tolle am Handel. Also das ist für Menschen eben einen riesigen Vorteil gegenüber Computern, dass wir diese Bilder eben sehr schnell, sehr einfach erkennen können, dass wir hier einfach diese sogenannten Doppelhochs haben, ne? Also das ist wirklich etwas, was wirklich, wirklich total schwierig ist, auch in der Programmierung solche Sachen dann zu machen, zu sagen, okay, da finde ich eben was, um einen guten Screening-Prozess tatsächlich am Ende des Tages hinzubekommen. Aber hier fürs Auge ist es ja sehr einfach zu sehen. Wir haben hier ein Doppelhoch gehabt, nach dem letzten Hoch, was hier entstanden ist, ist was passiert? Die Aktie ist unwahrscheinlich schnell abverkauft worden. Hier, zack, runter. Die Aktie hat versucht, wieder auf das Hoch zu laufen. Was hat die Aktie gemacht? Hat den Abverkauf gemacht und ist sogar noch unter die letzten Tiefs gefallen. Und das ist eben spannend. Die Aktie ist hier unter das letzte Tief gefallen, was hier vorher war. Und jetzt ist die Aktie auch wieder hier unter das Tief gefallen. Das heißt, hier ist es auch unwahrscheinlich gefährlich, einen Short aufzumachen hier an dieser Stelle. Weil ich kenne ja viele Trader, die sagen, ja, Short ist total super, wenn es hier zum Trendbruch kommt, zack, eben mal schnell auf die Short-Seite gewechselt. Das ist halt super, super gefährlich, gerade wenn man weiß, dass eine Aktie das hier sehr schnell nutzt, um wieder nach oben zu laufen. Also das sieht mir eher danach aus, tatsächlich, als wenn die Aktie sich gerade in so einer Seitwärts-Range
befindet. Allerdings nicht so, dass hier kurz vorher gestoppt wird, sondern dass hier tatsächlich immer wieder Trader erst noch hineingelockt werden in den Trade hier auch. Das heißt, für einen Short Trade würde ich mir wünschen, tatsächlich, dass die Aktie hier noch ein, zwei Tage unten bleibt und dann ein neues Tief markiert, wenn man hier auf der Short-Seite agieren möchte. Long bin ich nicht der Riesenfreund von bei solchen Aktien, das wissen die meisten, weil ich eben eher starke Aktien kaufen würde, also eher sowas wie die UPS. Wir haben auch gesehen, dass hier auch nach der Umkehrkerze ist hier nicht wirklich was passiert. Also der Markt hat hier wirklich noch ein neues Tief markiert. Deswegen wäre ich hier eher vorsichtig oder eben eher auf der Short-Seite unterwegs. So. Was haben wir noch? Visa. Ja, das ist wahrscheinlich ein anderes Kürzel. Also ich sehe schon, mit Kürzeln bin ich nicht so. Das müsste eigentlich nur V sein. Nur V? Ja. Kennst du die alle auswendig, die Kürzel, Nelson? Oder Visa, schaust du immer schnell nach? Nee, tatsächlich, Visa kannte ich, aber hat auch ein Teilnehmer auch hier in den Chat reingeschrieben. Ah, perfekt, super. Ach, genau da drunter, ist ja schon weiter. Also auch cool, gefällt mir deutlich besser als das, was wir gerade gesehen haben, weil die Aktie hier eben einmal trendmäßig nach oben läuft, auch wenn der Trend jetzt nicht so mega gut aussieht. Ne? Also machen wir uns nichts vor, wenn wir uns das hier anschauen. Ja, der Markt läuft hier nach oben, hat vor allen Dingen die letzte Aufwärtsbewegung hier sehr schön hingelegt. Man könnte jetzt hier drinnen natürlich auch den kleinen Trend noch einzeichnen, aber wenn man sich das größere Bild anschaut, ist das schon ziemlich passend. Hier sieht das Bild auch noch gut aus und zwar solange der Markt hier nicht wirklich signifikant unter die 228 runterfällt, weil das die alte Ausbruchsmarke ist, die hier schon einmal getestet wurde, hier einmal getestet. Deswegen ist der Rücklauf auch hier bis zu dieser Stelle erstmal vollkommen in Ordnung. Schön wäre es tatsächlich, wenn wir hier jetzt so eine Umkehrkerze kriegen würden oder im Stundenchart einen Trend, der nach oben zeigt. Also all diese Dinge sehen gut aus. Was dazu kommt, und das finde ich häufig das entscheidende Argument, ist, dass die Aktie aus dem Finanzsektor kommt. Und dieser läuft im Moment sehr gut. Wir haben gerade noch am Montag, als wir uns die Branchenrotation angeschaut haben, sehr schön gesehen, dass gerade der Finanzsektor sehr gut aussieht. Wir haben auch selber zwei, drei Aktien aus dem Finanzsektor gesagt, okay, da könnten wir überlegen, tatsächlich ein Engagement drinne zu machen, weil eben dieser Sektor einfach gut aussieht. Und wenn wir jetzt hier gucken, Visa ist jetzt zwar schon seit einer Woche schwach unterwegs, hat jetzt 10 Dollar verloren, 4%, das darf man jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Also grundsätzlich, der Trend ist noch in Ordnung. Wahrscheinlich findet man auch Aktien aus dem Finanzsektor, die etwas besser aussehen als Visa. Aber wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Okay, würdest du noch eine Position in Flatex aufbauen nach dem steilen Anstieg? Kann man, seid ihr eine Aktiengesellschaft zwischenzeitlich? Wir? Nee, nein, ihr seid ja gar nicht Flatex. Flatex? Ja. Ist das eine Aktiengesellschaft? Flatex? Ja, ich glaube, die heißt mittlerweile Flatex de Giro. Glaube ich aber. Okay, also kann ich gar nicht sagen. Nicht. Also, sorry, kann ich nicht zu sagen, habe ich jetzt auch kein Kürzel zu gefunden. Also, wenn das Kürzel. Such mal FTK. FTK? Nee, das ist Fintech. Ist das Fintech Group? Das kann sein, dass das bei dir unter Fintech, ja. Okay. Würde ich auf keinen Fall kaufen. Schon alleine, weil es nicht FX Flat ist. Nein, aber wenn ihr euch das hier anschaut, die Aktie hat hier einen schönen Trend nach oben gemacht und hat hier einen Trendbruch gehabt. Ne? Und also ist markttechnisch gesehen halt nicht wirklich cool. Also von daher wäre ich da eher vorsichtig. Allerdings gibt es ja auch noch ein Kürzel FTG 111, wenn das ist. FTG 111. Nee, habe ich aber gar nicht. Kann ich auch nicht sagen. Okay. DHR, mir kommt mir die Aktie sehr bekannt vor. So, also, finde ich gut. Warum immer, ne? Also nur zu sagen, gut, nützt ja eigentlich auch nichts. Wir haben hier eine ziemlich lange Seitwärtskorrektur gehabt. Kann man hier auch ganz gut sehen, dass es
So, da hat sich der Markt ziemlich lange drin bewegt. Und tatsächlich ist es so, dass wenn es hier zu solchen Ausbrüchen aus so einer langen Seitwärtsphase kommt, ist das meistens ein ziemlich gutes Zeichen. Man hat das hier schon gesehen, hier gab es ein kleines Gap, dann gab es zwei Tage, wo der Markt sehr schnell, sehr hoch gelaufen ist. Dann jetzt seit ein paar Tagen die Korrektur. Also das spricht erstmal alles für die Aktie. Der Trend ist auch in Ordnung. Also wenn man sich hier diesen kurzfristigen Trend anschaut, was ja für viele Trader der spannendste Trend ist, weil meistens größere Trends ja im Regelfall eh nicht gehandelt werden. Also das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und solange die Aktie hier nicht in die Box zurückfällt, also nicht unter 250 geht, auf jeden Fall wäre ich auch eher da auf der Long-Seite mit dabei. So. SPDR. Da bin ich, glaube ich, raus. Ich glaube nicht, dass das SPDR, also ich kann damit leider nichts weiter anfangen. Cannabis, nee, bin ich raus. Also es ist die bestimmt nicht, die ihr meint, weil für 8 Cent, also sind Aktien, das ist mir zu teuer zum Handel. Okay, PWR. Ja. Eigentlich ein Musterbeispiel an Aktie. Warum? Gerade erstmal neues Hoch gemacht. Wenn ihr schaut, die Aktie läuft von unten links nach oben rechts. Also das, was im Trend halt wirklich wichtig ist, das habt ihr hier. Also würde ich auf jeden Fall, wenn man sie hat, auf jeden Fall behalten. Oder eben in einem Rücklauf dann versuchen eben zu schauen, ob man in die Aktie halt reinkommt. Noch eine Aktie aus dem Finanzsektor, Goldman Sachs. Gibt doch ein Kürzel, was ich kenne. Ich wollte gerade sagen, da ja, wusste es. Bin selber überrascht. Ja, im Prinzip auch gerade neues Hoch markiert und kommt auch aus dem Finanzsektor. Also ihr seht schon, Branchenrotation sich mal anzuschauen, ist nicht unbedingt schädlich, wenn man weiß, welche Branchen gerade gut laufen. Das sind einfach Dinge, auf die solltet ihr einfach achten, weil es gibt euch einfach einen Informationsvorsprung vor anderen. Man muss sich ein bisschen mit dieser Materie auseinandersetzen, aber grundsätzlich erleichtert das einem im Handel natürlich schon. Man kann das auch nicht überbewerten, die Branchenrotation, ganz klar. Man kann auch schnell an Grenzen stoßen, aber wenn man eben sieht, dass wirklich ein Markt so klar ist wie der Finanzsektor, da muss man sich einfach nur noch die guten Aktien raussuchen und dann war es eigentlich schon. Und da kommt auch schon die nächste Aktie aus dem Finanzsektor, PayPal, mit denen haben wir auch viel zu tun. So, und ich finde es gut, ist super, dass die beiden Aktien hintereinander kommen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir ja, wenn wir in der Trader-Ausbildung sind und wir würden jetzt im Screening-Prozess sein und mir würde jetzt jemand sagen, ja, wollen wir PayPal auf die Watchlist nehmen? Da würde ich immer sagen, sieht die Aktie denn besser aus als die? Dann ja davor Goldman Sachs aus dem Finanzbereich. Oder gefällt euch PayPal besser? So. Und ich würde mal sagen, dass wir, wenn wir 50 Leute im Seminar haben, dass dann 49 mindestens sagen würden, ich glaube, Goldman Sachs sieht besser aus, weil die Aktie hier im Korrekturmodus ist, auch schon sehr lange, ist von den Hochs an, seit Anfang Februar, hat sich doch schon ein ganzes Stück im Prinzip verabschiedet, nämlich 20%, ganz grob vom Hoch zum jetzigen Kurs, wenn wir da mal rüberschauen, nicht ganz, 17%, ist 20% insgesamt gefallen. Also würde ich persönlich nicht handeln wollen, weil die Aktie mir einfach viel zu schwach ist, wenn wir sehen, was sonst im Finanzsektor gerade los ist. FTG. Ach nee, da kam sogar noch was hinter FTG. 111. Also ich bin keine Aktie beim besten Willen, nicht mit dem Symbol FTG 111. Sorry. Also leider nicht. So, Dieter fragt VXX Short. Ja, das ist mal grundsätzlich eine coole Idee, VXX Short zu handeln. Es ist eigentlich fast immer eine gute Idee. Das als Trading zu machen, ist allerdings immer schwierig. Also muss man auch einfach wissen, grundsätzlich dieser Step, den man hier sieht, ist nicht, dass die Aktie sich oder der ETF oder ETN sich jetzt vervierfacht hat. Das lag daran,
dass hier aus 4 ETFs einer gemacht wurde. Deswegen ist der Kurs hochgelaufen. Also grundsätzlich, wie gesagt, bewegt sich der VXX natürlich schon immer weiter Richtung auf die Short-Seite. Aber im Moment, glaube ich, ist es auch nicht die beste Strategie hier, weil das kann man nicht markttechnisch oder schlecht markttechnisch handeln. Da würde ich eher andere Dinge ansetzen, um den VXX zu handeln, aber nicht unbedingt einen markttechnischen Handelsansatz, wobei das wahrscheinlich auch funktionieren würde, aber habe ich noch nicht gemacht. So, wie sieht es mit einem ewigen Short-Kandidaten aus? Die Deutsche Bank. Hallo Konstantin. Da sieht es deutlich besser aus zwischenzeitlich. Ich weiß auch nicht, was die gemacht haben. So, habe ich jetzt die DBK? Die muss hier oben sein. So, also der ewige Short, du siehst es selber, du bist, hat sich halt hier wirklich super entwickelt, ne? Hat jetzt die 10 Euro-Marke hinter sich gelassen, die 11-Euro-Marke ist hier letzte Woche ein bisschen auch in die Korrektur gegangen, gerade jetzt am Dienstag hier. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass wir heute Donnerstag haben, ist so ein ungewöhnlicher Tag für den großen Marktausblick. Ist hier ein bisschen unter Druck geraten und wenn ich sage bisschen, dann darf man das auch nicht kleinreden, weil vom Hoch zum Tief waren das schon halt so roundabout 7%. Das ist schon relativ viel in dieser Abwärtsbewegung, aber aufgrund der starken Bewegung nach oben, und das ist auch wieder so ein Ding, auf das man unbedingt achten sollte als Trader, dass man das auch in ein vernünftiges Verhältnis setzt. Also nur alleine die Zahl in den Raum zu werfen, ja 7% ist die Aktie gefallen, ist zwar auf den ersten Blick richtig, und aber wenn wir uns anschauen, die Aktie hat halt auch vorher 20% plus gemacht. Also das ist mal nur ein Drittel der Bewegung kurz zurück. Wenn die Aktie schafft, Konstantin, sich tatsächlich jetzt nach oben wieder abzusetzen, beziehungsweise wenn im Stundenchart ein entsprechender Trend entsteht, wäre ich grundsätzlich, weil es eben der Bankensektor ist, erstmal positiv dafür. Ich tue mich halt nur schwer, aus den genannten Gründen am Anfang, falscher Sektor. Deswegen wäre ich eher bei amerikanischen Aktien im Moment. Aber grundsätzlich sieht die Aktie tatsächlich besser aus. Und ich muss mir, glaube ich, auch was Neues überlegen. Ich kann den Seminaren nicht mehr sagen, die Deutsche Bank ist grundsätzlich immer eine gute Idee, sie zu shorten. So, Kraft Ketchup. Ja, also ehrlich gesagt, wenn ihr immer so Aktien raussuchen würdet, Jan, dann alles richtig, ne? Also super starke Aktie, starker Ausbruch, genau das, was wir sehen wollen, ne? Aus der Korrektur mit einer dynamischen Kerze nach oben gestartet, einen Tag Rast gemacht und dann nach oben. Ist manchmal ein bisschen schwierig, dann in so eine Aktie hineinzukommen. Das ist, würde ich jetzt bei Heinz Ketchup sehen oder Kraft Heinz sehen, weil jetzt müssen wir tatsächlich eine Korrektur abwarten, um dann reinzukommen. Weil die Bewegung ist halt schon da, aber ist grundsätzlich halt ein guter Move nach oben gewesen. So, dann haben wir den Markus noch. Wonach schaust du bei der Beurteilung der Branchenrotation? Welchen Zeitraum? Monat, Woche, Tag? Auf alle drei, Markus. Das ist der entscheidende Punkt für mich. Also der einzelne Tag an sich, also jetzt, was ist jetzt gestern passiert in der Branchenrotation, ist ein bisschen zu kurz gesprungen, weil ein einzelner Tag kann natürlich einfach mal schnell schlecht aussehen. Wichtig ist im Zusammenhang immer zu den anderen Branchen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Auch wenn ich jetzt auf Wochenbasis, das bringt eigentlich so ziemlich das beste Bild, wenn man sich die Wochencharts anschaut in den einzelnen Branchen und dann schaut, okay, welche Branche hat sich denn jetzt deutlich besser entwickelt? Weil in den letzten Wochen, diese Branchenrotation funktioniert ja auch nur für den amerikanischen Markt besonders gut, wenn man sich anschaut, okay, hier ist eigentlich nicht viel passiert im S&P 500 und wenn dann aber die Finanzbranche beispielsweise gut aussieht und sich dann vielleicht auch noch ins Positive entwickelt hat, sondern vielleicht nicht gerade in den letzten Wochen besonders stark war und dann immer weiter nach vorne gekommen ist, das ist eigentlich das Ding. Also es ist deutlich schwieriger, so eine Branchenrotation zu lesen, als es in vielen anderen Bereichen ist, weil da ist viel Erfahrung, was da auch mit reinspricht, weil man eben versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Branchen
waren erst im Mittelfeld und versuchen jetzt nach vorne zu kommen. Darauf geht es eigentlich. Und die Monatsanalyse schaue ich eigentlich nur, um mir auf die Schulter zu klopfen, wenn ich alles richtig gemacht habe, was leider auch nicht jede Woche so ist, weil dann wäre das Trading auch wahrscheinlich zu einfach. Aber ich versuche wirklich so wochenweise zu schauen. Und wenn ich dann ein, zwei Tage sehe, okay, die Branche läuft so oder so, dann versuche ich mir ein Bild dazu zu machen. Wir machen tatsächlich die meisten Analysen zwischenzeitlich tatsächlich, dass wir schauen, was im Wochenbereich passiert. Weil ein Monat ist mir meistens zu lang, vor allen Dingen, wenn ich den einen Monat mit dem anderen vergleiche. Und die Tage sind meistens zu kurz. Also so das Mischding daraus, Markus, ist eher gut. Okay. Die Frage kam noch zu Heinz Ketchup, warum es so schwierig ist, da reinzukommen. Ja, grundsätzlich ist es erstmal nicht schwierig. Man kann ja einfach kaufen, dann ist man halt drinne. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt zum aktuellen Kurs kaufe, 43 Dollar, wo setze ich denn meinen Stop hin? Und dann muss ich den halt hier unten irgendwie unter das Tief setzen. So, und dann habe ich schon mal einen Stop, der ist mal eben 7-8% groß. So, und ist halt die Frage, will ich das? Vor allen Dingen, nachdem die Aktie 7-8% gestiegen ist. Oder warte ich nicht lieber ab, dass die Aktie hier in eine Korrektur geht und versuche dann einen Trade aufzumachen? Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich würde halt nicht mehr in diese Bewegung hineinkaufen, weil immer nach einer starken Bewegung im Regelfall dann tatsächlich ja die Korrektur wiederkommt. Und was ja erstmal gar nicht per se nicht schlimm ist. Nur ihr müsst euch halt immer vorstellen, ihr kauft eine Aktie. Nehmen wir an, ihr kauft die jetzt hier oben. Das ist vielleicht wirklich mal ein wichtiger Punkt. Ihr kauft die Aktie jetzt hier oben. So, jetzt macht die auch noch ein, zwei Tage, läuft die auch noch nach oben weiter. Ziehen wir erstmal hier ein bisschen runter. So, die Aktie läuft hier jetzt noch von mir aus einen Tag hoch. So. Und am nächsten Tag nochmal so ein bisschen. So. Und dann kommt die Aktie, geht in die Korrektur, was ja auch vollkommen normal ist. Und wo wir sagen, ja, ist ja halb so wild. So. Aber wie fühlt man sich jetzt, wenn die Aktie hier jetzt mal drei Tage Korrektur hinlegt? So. Ne, man ist da oben eingestiegen, es geht zurück, zurück, zurück. Ich finde, es ist deutlich angenehmer, hier in die Korrektur hier zu kaufen und dann vielleicht hier auf diesem Level eher einen Einstieg zu finden, als den Einstieg da oben zu machen, wenn ich kurz vorm Hoch bin. Klar weiß ich auch nicht, wo bei Kraft Heinz das Hoch ist, aber wenn die Aktie erstmal 7% gemacht hat, dann tue ich mich halt schwer einzusteigen. Kann ja auch jeder machen, wie er will. Überhaupt so funktioniert übrigens nur Trading, ne? Also wenn jetzt nicht irgendeiner hier oben kaufen würde, naja, da könnte ja auch kein Mensch da oben verkaufen. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Deswegen ist es ganz gut, dass viele Leute auch am Hoch kaufen, weil sonst könnte man selber ja da oben nicht verkaufen. Also das sind auch zwei Sachen, müsst euch nur überlegen, wer von beiden wollt ihr denn sein? Die, die da oben lieber kaufen oder die da oben lieber verkaufen? Ne? Ist vielleicht mal so ein Ding für so heute Abend mal drüber nachzudenken und dann auch vielleicht mal nochmal in sein Trading Journal zu schauen und zu schauen, gehöre ich eher zu den Leuten, die langfristig, also länger als 3 oder 6 Monate Winning Player sind am Markt? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt noch im Vergleich zum Index, bin ich besser als der S&P 500 und besser als der Nasdaq Index in der gleichen Zeit, wenn das auch der Fall ist, dann gehört ihr zu den besten Tradern, die es gibt, weil das ist halt der entscheidende Punkt. Also auf der einen Seite Winning Player zu sein und dann zu schauen, bin ich auch noch besser als der Index. Und wenn man das voreinander bekommt, dann gehört man zu denen, die wirklich richtig, richtig gut im Markt sind. Unabhängig davon, ob das jetzt 10, 20, 30, 40, 50% sind. Okay, dann würde ich sagen, wenn es okay ist, Nelson, würde ich noch 2, 3 Werte reinnehmen, weil wir ein paar Minuten später angefangen haben. Sehr gerne. CS, CO, Cisco auch immer wieder gern genommen. Ja, muss man eigentlich 2, 3 Sätze mehr zu sagen, weil die Aktie hier erstmal sehr schön nach oben gelaufen ist. Das war erstmal bis dahin alles total schick. Hat hier ein neues Hoch gemacht, was nicht gehalten hat. Ihr merkt schon, die Geschichte wiederholt sich. Wir haben hier 3 Anläufe auf die Hochs gehabt und als das nicht funktioniert hat, hat der Markt halt gesagt, zack, dann laufe ich halt nach unten, was nicht nach oben geht. Alte Börsenweisheit, was nicht steigen will, fällt halt. So, da kam es zum Trendbruch und dann wurde hier halt auch entsprechend 2, 3 Tage abverkauft hier unten. So, zwischenzeitlich hat der Markt sich stabilisiert und ist heute wirklich, wirklich stark. Also wenn wir uns das wirklich anschauen, das ist schon ein richtig starkes Ergebnis, was wir hier sehen. Gerade wenn man sich überlegt, dass der S&P 500 mal gerade nur ein knappes 0,5% gemacht hat. So, also von daher sieht das echt gut aus. Aktie kommt ja auch aus dem Technologiesektor, hat aber auch nur 0,6% gemacht. Das heißt, das sieht wirklich danach aus, als wenn die Aktie wirklich nach oben streben will. Aber ich würde hier auch gerne, ehrlich gesagt, erstmal ein neues Hoch sehen. Eher würde ich hier kein Engagement machen.
weil wir eben hier vorher diesen Trendbruch hatten, ne? Und die Gefahr halt hoch ist, dass es hier zu einem Vierfach hochkommt. Das heißt, aber wenn wir neues Hoch machen, schön über der 53, Schlusskurs drüber, dann könnte ich mir überlegen, hier zu sagen, okay, da würde ich vielleicht einen Trade versuchen. So, Dieter schreibt noch APT. Hat auch noch ein bisschen mehr zugeschrieben, lese ich auch noch vor. Wow. Fundamental super investiert, trotzdem Kurs seit Quartalszahlen stark gefallen, da negative Aussicht prognostiziert. Also wenn du genau diese Aktie meinst, APT, ich habe es extra nochmal geguckt, also fundamental kann ich zu der Aktie nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ich hier sehe, technisch. Und ehrlich gesagt sehe ich da alles. Ich sehe da nur keinen, für mich persönlich keinen Einstieg in die Aktie, weil die Aktie einfach super, super schwach ist, ne? Also wie gesagt, als Investor mit der Aktie, mit fachlichem Wissen, kann ich nicht beurteilen. Aber das ist natürlich genau das, was ich als Trader vermeide zu handeln, ne? Also solche Aktien. Also ihr werdet bei mir niemals eine Aktie im Depot finden, die so aussieht und bei der ich long bin. Der Punkt ist, wenn die Aktie jetzt plötzlich dynamisch steigt, so, dann, ne, also die ist jetzt bei 8 Dollar und die läuft jetzt hier auf, von mir aus auf 11 hoch, und dann sagst du, ja, ich habe hier jetzt 3 Dollar gemacht oder 30, 35%. Alles richtig. Also vollkommen klar, also solche Titel, die so stark nach unten laufen und vielleicht auch fundamental stark sind, die können auch ganz starke Bewegungen nach oben machen. Diese Trades bekomme ich im Regelfall tatsächlich nicht, es sei denn, es gibt eine Nachricht dazu. Also ich schaue gar nicht auf Fundamentaldaten im Trading, als Investor schon, aber nicht als Trader. Und was ich aber handle, sind halt News. Also das heißt, wenn hier ein positives Umfeld ist, also wenn du sagst zum Beispiel, fundamental ist die Aktie total super, und jetzt kommt auch noch eine Nachricht dazu in den Markt und die Aktie dreht jetzt nach oben, dann würde ich hier wahrscheinlich einen News Trade machen, aber ich würde die Aktie halt so nicht anfassen auf der Long-Seite. Und das werden halt wahrscheinlich viele andere Trader auch nicht. Und das ist auch der Grund, warum die Aktie fällt, weil viele Trader nicht nur die Aktie nicht anfassen auf der Long-Seite, sondern sie handeln sie halt einfach auf der Short-Seite. Ne? Und das ist eben so ein bisschen das Ding. Und das dauert dann einfach auch, wenn es fundamental gut aussieht, bis man da eigentlich erstmal rauskommt, bis sich das rumgesprochen hat, das sieht fundamental gut aus. Dann kommt nachher irgendwann die ersten Käufer, die sich da richtig groß eindecken. Die ziehen den Kurs dann langsam nach oben. Dann kommen die Zeitungen, die darüber schreiben. Ihr wisst das ja alles selber, wie man eine Aktie nach oben bringt. Da geht es halt Stück für Stück für Stück nach oben dann. Ne? Ja, bei 10 eingestiegen. Okay, jetzt aber bei 8. Das tut schon weh, 20%, klar. Also wie gesagt, ich selber würde mich da echt super, super schwer tun, hier ein Long Investment zu machen. So, ich glaube, eine Aktie, das habe ich vorhin noch übersehen, SGDR. Genau. Drei Symbole haben wir noch, dann haben wir alles durch. Jawohl. SGDR. Wieso habe ich denn SGDR nicht drin? Das ist ja komisch. SDGR wäre richtig. SDGR, na. Habe ich das denn falsch gelesen? Nee, ne? Nee, hast du nicht. Aber okay, alles gut. Ja, man kann es ja verschreiben, also oder ich mich vertun beim Eintippen. So, ich hoffe nicht, dass das die Aktie war. So, doch, ist sie doch. Ja, was soll ich sagen? Also ich würde die Aktie nicht anfassen wollen. Warum nicht? Also ich möchte das immer auch gerne kurz besprechen. Also ihr habt hier gesehen, die Aktie ist super nach oben gelaufen. Hier sind bestimmt Quartalszahlen irgendwas gekommen. Aktie ist hier nach unten weggebrochen. Seitdem bewegt die Aktie sich hier in so einer Seitwärtsbox. Natürlich kann man das arbitrieren, also hier zwischenhandeln, ne? Also hier unten irgendwo einsteigen bei 62, 64 und dann hier Richtung 75, 80 wieder verkaufen. Ist aber ehrlich gesagt nicht mein Handelsstil und deswegen kann ich euch dann keine Tipps zu geben, wie man da in diesen Boxen tatsächlich profitabel tradet, weil ich das einfach nicht mache. Ist mir einfach auch zu anstrengend, sowas zu machen. Deswegen, ich kann nur sagen, für mich ist das keine dynamische Aktie. Für mich ist auch keine Aktie, die stark jetzt nach oben läuft, wo ich sehe, da passiert jetzt irgendwas.
Was ich eher machen würde, ist tatsächlich, wenn das Marktumfeld sich eintrüben würde und die Aktie hier halt unter die 62 fällt, irgendwo zwischen 62 und 60 einen Schlusskurs bildet, dann mich für die Aktie Short entschließen. Also das würde ich eher machen, als darauf zu setzen, dass sie Long ist. Aber eigentlich würde ich sagen, das ist so ein schöner Flat-Kandidat. Okay, was haben wir denn noch, Nelson? Wir hatten oben noch Coinbase, COIN. 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 Die ist das aber nicht, ne? Nee, das ist sie nicht. Das ist Nee, also relativ dann muss ich neue gerade. Aktie. CO. Ah, dann kann das sein, dass sie nicht eingepflegt ist. Dann ist die hier nicht drin. Nee. Okay, dann machen wir weiter mit RCL. Das hört sich nach Schiffsreisen an. Genau. Kenne ich mich leider auch noch überhaupt nicht mit aus. Ich will schon seit 20 Jahren Schiffsreisen machen und meine Frau kann sich nicht dafür begeistern, Schiffsreisen zu machen. Jetzt nach Corona noch viel weniger. Ja. Verständlich. Ist auch eine Aktie, die ich nicht anfassen würde, ehrlich gesagt. Natürlich spricht, wenn man sich das fundamental anschaut, also jetzt von der Seite, dass wir jetzt bald vielleicht doch mal wieder ins Reisen kommen können. Also ich habe heute versucht, tatsächlich für August meinen Lieblingsclub zu buchen, habe alles fertig und dann sagt, irgendwann ist was bei der Buchung schiefgelaufen, keine Ahnung, versuchen Sie es telefonisch und nach 30 Minuten habe ich dann bei TUI aufgegeben und habe aufgelegt. Aber jetzt zur Aktie, also die sieht halt nicht wirklich gut aus, ne? Also nur zu glauben, weil wir jetzt alle bald in Urlaub fahren können, wird es vielleicht mit den Werten besser werden. Das trifft halt leider nicht auf alles zu. Wenn wir uns anschauen, was hier wirklich passiert, das sieht hier eher so aus, als wenn die Aktie weiter nach unten läuft. Das kann sich natürlich jeden Tag ändern, sobald die Schifffahrtsgesellschaften auch wieder loslegen können. Ich habe bloß so ein bisschen das Gefühl, natürlich ist das nicht objektiv, dass ganz, ganz viele Leute, die Touristen, die sich für Urlaub interessieren, echt zwar gerne in Urlaub fahren wollen, aber im Moment echt Manschetten haben, sich auf ein Schiff zu begeben. Aufgrund dessen, weil die Ansteckungsgefahr da einfach unfassbar hoch ist im Verhältnis zu, man ist in seiner Ferienwohnung. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Deswegen glaube ich auch, dass so eine Aktie wie TUI deutlich besser läuft als jetzt hier so eine Schifffahrtsgesellschaft. Also ich selber würde hier wirklich kein Long-Engagement hier eingehen wollen. Es sei denn, es ändert sich jetzt irgendwas und dieser Virus verschwindet komplett und keine Ahnung was. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich. Dann haben wir noch CureVac. Ja, hast du da auch das Kürzel? 5CV, guck mal. 5CV, das hört sich doch gut an. Ach, das sieht ja super aus. Das Kürzel sieht besser aus als die Aktie. Auch hier stark zurückgekommen, ne? Also, wenn ihr euch das mal anschaut, hier vom Hoch, jetzt hier rund 33% verloren. Ich weiß aber nicht, ob ich das sagen soll. Also, was reitet ein, solche Aktien sich anzuschauen oder sie handeln zu wollen? Also, das ist jetzt wirklich lieb gemeint, weil ihr gebt euch einfach wahnsinnig viel Zeit. Es sei denn, ihr seid jetzt Investor und sagt, aber ich halte ganz viel von der Aktie, ist eine andere Geschichte, ne? Aber tradingmäßig, ich meine, was wollt ihr hier gewinnen in der Aktie? Die sieht aus meiner Sicht, und wie gesagt, seid mir bitte nicht böse, aber hier ist doch nur wirklich null Dynamik nach oben und nach unten muss man auch sehen, hier sind zwar drei Tiefs, aber die sind auch noch ein bisschen entfernt. Also das heißt, also wir sind halt in so einem Niemandsland. Und warum sollte man diese Aktie handeln? Weil das Problem ist nur, wahrscheinlich hast du die Aktie in deinem Depot und stehst halt vor der Entscheidung, was mache ich mit dem Ding? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, also gar nicht mal, dass man neu einsteigen möchte. Und da muss man einfach sagen, ganz ehrlich, da ist jede Entscheidung am Ende wahrscheinlich falsch. Wenn man sich entscheidet, sie zu behalten, in der Hoffnung, es steigt und die Aktie fällt, und das kann hier sehr einfach und schnell passieren. Gerade hier, nachdem es hier dieses Gap gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es weiter nach unten geht. Ja, Daniela schreibt, habe ich im Depot. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Da brauche ich nicht so viel rumzuspekulieren. Ist halt wirklich nicht cool. Es ist halt wirklich immer schwierig mit solchen Aktien, ehrlich gesagt, die sich eben so in so einer Seitwärtsrange befinden. Ich persönlich würde einfach hingehen und sagen, okay, ich halte das jetzt einfach mal noch ein Stück aus, wenn du das auch kannst.
und würde einfach sagen, okay, wenn wir hier halt unter die Tees fallen, das ist natürlich auch nochmal ein Stück hin, dann würde ich mich halt tatsächlich irgendwann davon trennen. Oder einfach zu sagen, das ist eben das, was ich vielen Kunden auch immer sage, die wir auch langfristig in der Betreuung haben, die manchmal, die dagegen ist das hier noch Gold, die so Titel haben, die mal Telekom bei 90 gekauft haben und jetzt bei unter 20 sagen, ja, ich war mal Trader, früher mal Trader, heute bin ich Investor. Also ich würde so einen Wert irgendwann auch mal dann rausgeben und den eintauschen gegen was Gutes, weil in der Zeit, wo die halt seitwärts schwankt, verdient man auch im Regelfall kein Geld. Das ist so ein bisschen die Problematik, die dahinter ist. Aber klar, wenn die natürlich, wenn die Richtung hochläuft, hier Richtung 100 wieder, hat man schon wieder 25% Gewinn gemacht. Also das ist die, und die schwankt ja relativ stark, die Aktie. Aber ich würde mich da ehrlich gesagt super schwer tun. Das merkst du schon, dass ich da 4, 5 Minuten drüber rede. Aber ich weiß auch, wie man sich fühlt, wenn man in so einem Ding drin hängt. Also ich kenne das wirklich zur Genüge aus der Zeit so 2001, wo ich auch solche Schätzchen im Depot noch hatte. Oder auch eben viel von Kunden, die Aktien schon seit 10 Jahren im Depot haben, wo wenig passiert. Okay. Dann gut. Eine noch. Ja. Vielleicht, wenn du magst. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ja auch später angefangen, also ich bin ja total flexibel. Ich freue mich ja, dass wir das noch hingekriegt haben. Ja, super, dass du dir jetzt auch noch die Zeit nimmst. DOW, D-O-W. Ja. So, dann schauen wir doch da mal. Ja, und das ist dann wieder, ne, das ist wieder das krasse Gegenteil im Prinzip. Die Aktie läuft halt nach oben, hat jetzt in den letzten Tagen hier auch 10% einfahren können. Sieht also deutlich besser aus als das, was wir gerade davor gesehen haben. Die Frage ist nur, schafft die Aktie jetzt auch wirklich einen sauberen Trend hinzulegen? Das ist so die Kunst auch im Screening-Prozess, wirklich Aktien zu suchen, die einen sauberen Trend haben. Und was meine ich damit? Also wenn wir uns das hier mal anschauen, also die Aktie läuft hier hoch, hier. Ne? So, und so zeichnen die meisten ja auch ihre Trends dann ein und dann sieht man, oh, hier ist der Trend das erste Mal gebrochen. Na, da fängt man wieder an zu zeichnen. So, geht's hier wieder hoch. Macht hier nochmal ein neues hoch und dann hier hoch und ach Mann, die Aktie hat schon wieder einen Trendbruch hingelegt. Also ganz viel, wenn ich hier eingestiegen bin, habe ich auch nicht verdient. So, und dann fängt man wieder an zu zeichnen. Ne? Und wieder und wieder und wieder. Klar, wenn ich jetzt hier beurteilen muss, hat die Aktie einen Aufwärtstrend, jetzt mal die Zeichnung raus, dann würde ich natürlich sagen, klar, hat die Aktie einen Aufwärtstrend, weil ich gehe einfach hin, nehme hier so einen Tiefpunkt, nehme den Hochpunkt, zack, hier runter, Hochpunkt, Tiefpunkt, Hochpunkt. Also, wenn ich den mittelgroßen Trend nehme, sage ich, ja klar, die Aktie sieht nach oben. Wenn ich aber einen Blick da drauf mache und das ist nachher so die Kunst, dann schaut euch mal immer an, was passiert denn hier so dazwischen. Und da gibt es halt eben, ne, viele Trendbrüche. Neues Hoch, zack, Trendbruch. Das Gleiche haben wir dann hier auch gesehen. Das ist halt super, super unangenehm zum Handeln. Das heißt also, ja, technisch gesehen ist die Aktie, markttechnisch gesehen geht die ganz klar nach oben. Aber wenn man so ein ganz klein bisschen nach links mit dem Blick geht, und das ist übrigens die Kunst beim Traden, also auch beim Lesen von Charts. Das habe ich im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie viel besprochen, schon das Thema, dass das menschliche Auge natürlich viel sieht, aber unser Gehirn nur einen kleinen Teil davon abspeichert. Das heißt also, wenn wir auf so einen Chart gucken, ist es wirklich wichtig, jede Einzelheit wirklich mitzunehmen und nicht nur so ganz grob drüber zu gehen, weil wir Menschen neigen natürlich sehr schnell in Schubladen zu arbeiten. Das ist unser Gehirn, das wird auch gar nicht anders funktionieren, das muss in Schubladen arbeiten. Deswegen muss man sich das so ein bisschen beim Trading wieder abtrainieren, dieses Schubladendenken. Das erleichtert uns das allgemeine Leben, ist aber im Trading eher hinderlich, weil wir eben tatsächlich sehr viel so auf so eine Schublade greifen, ah, der Trend ist in Ordnung, zack, weg, nächste Aktie kaufe ich. Wenn man das hier aber mit beobachtet, dass man oft ausgestoppt wird in so einer Aktie, dann wird man die Aktie halt eher fallen lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das aneignet, wirklich sehr genau hinzuschauen. Okay. Also Mario, du entscheidest. Wir haben noch ein Symbol und zwei Fragen. Ja, dann nehmen wir noch das eine Symbol, wirklich das letzte Symbol und dann die beiden Fragen noch und dann machen wir Feierabend. Sehr gut. Moderna, mRNA. mRNA, ne? Mhm. Ich würde wetten, dass die Aktie meiner Frau im Depot hat.
Das macht die Sache aber auch nicht besser. Also auch da geht, also am Ende geht es immer darum, bin ich als Investor oder bin ich als Trader unterwegs, ja? Meine Frau führt unser Dividendendepot und führt auch ein Depot im Investment. Dann kann ich auch damit leben, dass ich so eine Aktie im Depot habe. Aber machen wir uns nichts vor, wenn ich mein Trader-Herz, also ich selber, hätte die Aktie nicht im Depot. Warum? Weil die Aktie es nicht geschafft hat, sich nach oben über die 190 abzusetzen. Am Ende ist es immer dasselbe Bild, ne? Zack, hier und hier dasselbe. Das ist einfach etwas, was nicht wirklich schön ist. Und ja, die Aktie profitiert natürlich mittelfristig von dem, was hier jetzt passiert. Also wir sind voll im Impfmodus drinne. Und die haben jetzt auch die Kohle für die erste Impfung eingesteckt. Und das ist aber auch alles im Markt schon drinne, weil der geile Ritt war dieser hier, ne? Also hier hoch oder letztes Jahr hier hoch, ne? Von 20 auf 80 und dann hier nochmal der Schritt von 50 auf 150. Also das waren die großen Dinger, das waren auch die Fantasie, die da war. Was wir jetzt sehen, ist einfach ein Seitwärtsbereich. Das heißt, es bereinigt sich so ein bisschen. Die Leute, die irgendwo mal eingestiegen sind, die gehen da raus. Die Trader und Zocker hoffen, dass das hier nach oben rausläuft. Wenn es nach oben rausläuft, bin ich auch dabei. Also dann glaube ich, dass die Aktie es auch schafft, wieder auf neue Höhen zu gehen, 300, 400 und weiter. Nur bis das erstmal da ist, bleibe ich halt an der Seitenlinie stehen und gebe mein Geld woanders hin. Ich glaube, mittelfristig, so grundsätzlich glaube ich, dass die Biotech-Unternehmen vor einem riesen Umsatz stehen. Gerade hier die Aktien, die eben damit zu tun haben, in jeglicher Hinsicht, was Impfungen angeht. Warum? Ich glaube, dass sie das geilste Geschäftsmodell gefunden haben, was man sich so ziemlich vorstellen kann, was legal ist. Weil ich glaube eben nicht, dass das mit dieser einen Impfung passé ist, sondern ich gehe davon aus, dass wir sehen werden, dass wir am Ende des Tages wahrscheinlich erstmal jährlich geimpft werden müssen. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt. Überlegt euch mal, wie viele Milliarden Menschen wir auf der Welt haben, die geimpft werden müssen. Und wenn man das jetzt dazu bringen kann, dass das jedes Jahr passiert. Also für die wäre es am besten, wenn es jeden Monat wäre. Aber jedes Jahr ist natürlich auch schon mal cool. Und deswegen glaube ich, dass das mittel- und langfristig ein Riesenmarkt wird. Allerdings sind die Bewertungen natürlich auch schon recht hoch. Trotzdem glaube ich, dass das mittelfristig ein gutes Ding ist. Deswegen würde ich es tradingmäßig auch im Blick behalten. Okay. Dann kommen wir zu den beiden Fragen noch, die du hast oder Genau, gefunden schau hast. mal im Chat von Markus. Ist es wichtig, dass die Aktie zeitgleich in eine Korrektur geht? Ist es wichtig, dass die Aktie zeitgleich in die Korrektur geht, wenn die Aktie fällt, wenn der Index steigt? Das ist doch eher ein Zeichen von Schwäche. Ja, würde ich auch so sehen, wenn eine Aktie fällt und der Markt steigt, ist das erstmal kurzfristig auf jeden Fall ein Zeichen von Schwäche. Zeichne das auch mal kurz auf, damit das vielleicht auch für jeden verständlich ist. So, also nehmen wir an, der Index, der vollkommen egal, ob Nasdaq oder was auch immer, steigt. Dagegen haben wir eine Aktie, die aber jetzt gerade, während die Aktie steigt, eher das hier macht. So. Das ist deswegen so schwierig, also Index, Aktie. Wir wollen ja eigentlich, dass eine Aktie in eine Korrektur geht. Nur, was passiert denn jetzt, wenn der Index jetzt auch in eine Korrektur geht? Wenn die Aktie dann immer den Weg nach oben nehmen würde, wenn man das in der Vergangenheit gesehen hat, ist das super. Aber meistens ist es so, in dem überwiegenden Teil, dass wenn ein Index dann anfängt, so, keine Ahnung, 3, 4% zu verlieren, dann macht die Aktie das auch mit. So, und dann habe ich eigentlich eine Aktie, die deutlich schwächer ist als der Index und dann will ich die halt nicht haben. Deswegen achte ich da schon drauf. Trotzdem kann es natürlich mal vorkommen, dass eine Aktie schon 1, 2 Tage vorher in die Korrektur geht, bevor es der Index macht. Also das ist jetzt nicht untypisch. Okay, und dann hast du gesagt, da ist noch eine Frage. Genau, von Joanna. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wobei du eigentlich schon genug Beispiele dazu schon genannt hast, aber kannst es dir nochmal Was ist die durchspielen. Frage dazu? Ich habe hier ganz Wie sieht viele. eine dynamische Aktie aus, wird sie gefragt. Wir hatten vorhin Goldman Sachs, glaube ich, gehabt. Das ist dynamisch. Also was hat. Nee, das ist gar nicht dynamisch. Die geht zwar nach oben, aber ist jetzt nicht wirklich dynamisch. Ich zeige euch eine dynamische Aktie, die haben wir nämlich im Depot. Kürzel HD. Darf ich das sagen? Ich sage dazu, wir haben die Aktie im Depot, das muss man, glaube ich, immer sagen. Ne? Ich weiß das immer gar nicht. Genau. Genau. Also nicht nachtraden. Das ist Dynamik. Ja, stark nach oben gelaufen.
korrigiert und jetzt im Prinzip macht die Aktie dasselbe wieder, läuft wieder stark nach oben. Und das Spannende daran ist, die Aktie hat vor 3 Tagen, als wir eben nach die starke Korrektur gesehen haben im S&P 500, hat sie diese nicht mitgemacht, sondern hat ein neues Hoch markiert. So. Und das sind einfach Dinge, die sind so unfassbar wichtig als Trader, darauf zu achten. Das sind halt viele, viele Kleinigkeiten. Also das ist immer das, was ich sage. Es gibt nicht das Erfolgsrezept im Trading. Man kann einfach sagen, mach das, das und das, dann bist du erfolgreicher Trader. Weil dann wären wir ja wahrscheinlich alle erfolgreich. Sondern es sind eben viele kleine Bausteine, die man einfach zusammennehmen muss. Und wenn man diese alle nimmt, dann ist es wirklich üben, 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 üben. Erfahrungen sammeln, umsetzen. Das ist der Grund, warum eben die Quote derer, die das langfristig machen, eben super, super erfolgreich sind, weil sie haben schon 1.000, 10.000, 20.000 Trades gemacht. Ich habe heute noch mit einem Journalisten ein spannendes Interview geführt, der sagt auch, wie viele Trades haben sie gemacht, bevor sie wirklich richtig, richtig erfolgreich waren. Da habe ich auch gesagt, ja, habe ich bestimmt die ersten 2.000 Trades gehabt. Und bis dahin war es wirklich viel harte Arbeit. Heute habe ich knapp 60.000 Trades. Und man sieht einfach viel und deswegen verzweifle ich daran, wenn ihr das in den ersten Monaten nicht sofort hinbekommt. Das ist auch nicht einfach, das ist wie jeder andere Beruf auch, aber ich sage euch, wenn ihr das oft gemacht habt und solche Aktien euch als Muster nehmt, das ist Bewegung nach oben vom Allerfeinsten, hier von 250 auf 325, das sind 30%. Ich hoffe immer, dass ich im Rechnen wirklich richtig liege. Ja. Und guckt euch mal die Korrektur dazu an, 3%. Ja, das ist mustergültig. Da muss man noch sagen, boah, was ist das für eine geile Aktie, da muss ich unbedingt rein. Das heißt noch lange nicht, dass der Trade funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt richtig groß, dass ihr nochmal einen schönen Gewinn einfahrt. So, das ist Dynamik. Ich hoffe, damit habe ich auch ein bisschen helfen können. Ja, super. Dann würde ich sagen, sorry nochmal, dass wir es ein bisschen mit der Technik gehakt haben, aber wie gesagt, manchmal steckt der Teufel im Detail. Hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Viele Fragen. Nelson ist mit den Kürzeln immer parat. Also auch dafür danke. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche und freue mich auf den nächsten Wochenausblick. Super. Vielen, vielen Dank, Mario. Möchte mich natürlich bei dir bedanken für das Webinar. Wie am Anfang gesagt, lange ist es her, umso mehr Spaß hat es heute gemacht und natürlich an alle Teilnehmer vielen Dank für die Geduld, aber auch fürs Live dabei sein und natürlich hier aktiv fürs Mitmachen. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich wünsche auch natürlich noch einen schönen Abend, morgen nochmal einen erfolgreichen Handelstag und dann ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.